dran? Ivan. Mich, nicht die Achterbahn, ja. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Rasputins und Ivan Vlog. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute aus dem Rasputin Vlog YouTube-Garten, ja. Rasputin Vlog Wunderland. Nein, YouTube-Garten, ja. Das haben wir uns abgeguckt, ja, vom ZDF und dem Fernsehgarten, ja. Wir haben auch die Kiewel eingeladen, ja, aber die wollte nicht, ja. Die ist ja auch ein C-Promi, ist ja viel zu klein für mich, ja. Liebe Zuschauer, heute reden wir über ein ganz interessantes Thema, eines der wichtigsten Themen der letzten Jahre, was das Web 2.0 betrifft, was die Internet-Community betrifft, was die Elektronik-Community betrifft, ja, was die Consumer-Elektronik-Community betrifft, ja, nämlich iPad, ja, oder überhaupt iProdukte von i, ja. Aber du meinst Apple? Nein, i. Ja. Apple. Die Firma Apple. Ja, Apple haben die Beatles CDs gemacht, ja. Nein, aber i macht die iProdukte. iPad und iPhone und iTunes sind von i. Ist alle. Ja, warum sollten sie sonst immer ein i davor hängen, wenn das ein Apple ist? Ist von Apple. Ja, wenn die sich aber i nennen, ja, das sieht ja auch aus wie ein i, ja, dann, das hat auch einen Sinn, Ivan, da musst du mal nachdenken. Na gut, wenn du meinst. Ja. Also die i-Produkte, ja. Also ich bin ja ein großer Fan von neuen Produkten, ja. Ich habe natürlich auch die gesamte i-Produktpalette durch, also die iPhones, die iPads und die, wie hießen die anderen, iPods. 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 Ja, iPods ist ein MP3-Player. Ja, genau. Ist das, ja, wo du gesagt hast, sieht schön aus, aber kannst du dir nicht leisten. Ja, genau. Nein. Also leisten kann ich mir das natürlich, Ivan. Ja, aber da ist natürlich das Design sehr schön, aber die Technik, ja, die lässt zu wünschen übrig. Jeder, der sich damit intensiv auseinandergesetzt hat, weiß, das ist Technik made in Bangladesch oder sonst wo, ja. Billig, stinkt. Ich glaube, die haben Spaß da drüben. Ivan. Schön nach der Bahn. Wir sind hier in dem Garten, wir haben das hier jetzt extra gemietet, ja, wir müssen hier gleich wieder den Rasen räumen, ja, sonst werden wir hier rausgeschmissen. Damit wieder Hunde drauf Pipi machen können. Ich weiß nicht, was hier sonst passiert, aber dieser Rasen war nicht billig, ja. Sonst gibt's wieder Ärger mit Malte. Zudem wollte ich über die i-Produkte jetzt endlich mal reden. Ja, dann rede doch über i. Ja, also ich habe mir jetzt auch diesen iPad gekauft, ja. Also den, wo man dann auch Zeitungen und Bücher drauflesen kann, ja. Hast du gar nicht, warum du mir nicht gezeigt? Ja, meinst du, ich zeig dir sowas, ja, damit dann abends dann wieder der Wladimir bei mir einsteigt und das Ding wieder klaut, ja. Immer wenn ich dir erzähle, ich habe ja was Neues gekauft von i, ist ein Tag später weg und wird bei mir eingebrochen. Was ist denn das für ein Zufall eigentlich? Aber wenn du hast... Und dann versuchst du mir 2 Wochen später meine eigenen Produkte zu verkaufen und sagst, es ist vom Laster gefallen. Das sagt ja nichts bei dir, Ivan, ja. Wenn du hast wirklich iPad, warum ich musste dein Lebensmittel bezahlen gestern? Ja, weil die iPads so teuer sind, ja. Also ich meine, so ein iPad, das ich nicht gekauft habe, war im günstigsten Preis war schon mal 1500 Euro, ja. Und das war ja nur die Basisausstattung, ja. Wenn ich dann noch einen Stromakku dabei haben will, nochmal 2000 Euro, ja. Und wenn ich dann auch noch Hintergrundbeleuchtung haben will, damit ich das lesen kann, was da dargestellt wird. Servus. Dann nochmal 1000. Guck mal, hast du Fans? Ja, ich habe überall Fans. Ja, Autogrammkarten gibt's später. Ja. Also, das waren dann 3000 Euro, ja. Und dann reicht es natürlich irgendwann mal auch nicht mehr für Lebensmittel, ja. Und dann musst du halt auch schon mal einspringen, ja. Aber was ich euch zeigen wollte, ja, es gibt ja Leute, die haben nicht so viel Geld wie ich und die können sich keine i-Produkte leisten, aber für die gibt es ja auch billigere Varianten, die aber auch nicht schlecht sind, ja. Ich zum Beispiel habe hier einen MP3-Player von Philipp. Philips. Ja, der Philipp in Frankreich hat mir diesen Philips verkauft, ja, sehr toll, ja, Philips. Toll. Und ja, also das Einzige, was ich hier zu bemängeln habe, ist das hier, ja, schaut euch das mal an. Ist Kopfhörer. Ja, also erstmal ist der Kopfhörer nicht so schön weiß wie bei i, ja, und dann... Wie bei Apple. Wie bei i. Okay. Ja, und dann verheddert sich das hier dauernd, ja, vor allen Dingen, wenn man das mal den Ivan in die Hand drückt, ja, dann macht er dauernd so Knoten rein, ja. Also, egal, ja, zumindest, das Schöne an diesem Produkt ist, es hat hier eigentlich keine Knöpfe, außer, ja, das hier halt, ups, ja, eine Verschalung, schwupp, ja, so, jetzt hat es auch Knöpfe, und, ja, jetzt machen wir das hier mal an, ja, da tut sich jetzt nichts, dann drücke ich mal hier drauf, achso, ja, da war ja noch hier der, wie macht man das jetzt, Ivan? Ich glaube, du bist einfach nur zu blöd für Technik. Was heißt hier zu blöd? Siehst du hier irgendwo, wo man Power da? Hier jetzt, ja. Ah, siehst du, jetzt ist es an. Das ist das Gute dran, man kann es also jederzeit erkennen, auch bei... Ich kann das jetzt nicht lesen. Ja, halt bei Gegenlicht, ja. Und dann steckt man das hier so rein, so. Und das Schöne ist halt, ja, man steckt hier das Ding rein und schon ist das konnektiert, ja. Also man muss das hier gar nicht einloggen, sondern es reicht, wenn man es hier so reinschiebt. Und was so, hat, ja, was hat dann, zu tun mit Firma i? Ja, das ist die Billigvariante. Hörst du mir überhaupt zu?
Ja, das ist die Qualitätsvariante für den Discounterpreis, für die Studenten, ja, für Leute, die in sozial schwachen Gebieten wohnen, für Leute aus dem Ruhrpott, ja, die sich also ein Ei-Produkt nicht leisten können. Okay. Ja. Und was kannst du noch machen mit diesem MP3-Player? Ja, ich kann da Musik hören, ja, ich kann die Musik abspielen, ich kann Pause drücken und nach vorne spulen. Und ich kann auch Zufallsprinzip, das ist ganz toll, ja. Also wenn ich jetzt sagen wir mal 300 Songs habe, müssen die nicht von 1 bis 300 durchgehört werden, sondern ich kann von 1 und dann wird automatisch irgendein Song ausgesucht, zum Beispiel 230 und dann als nächstes die 128. Die Shuffle-Funktion hat jeder. Ja, heißt so, ja. Diese Shuffle-Funktion ist ja ganz toll bei diesem Go Gear Spark von Philips. Ja, also den holländischen Philips aus Frankreich halt, ja. Ja. Und jetzt, wir fahren wieder der Bahn. Nein, jetzt müssen wir leider gehen, weil unser Dings ist hier abgelaufen, unsere Satellitenzeit, ja. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid, ja. Live für euch hier aus Orlando, Florida. Und nächstes Mal reden wir dann mal über den Unterschied zwischen Ei und Apfel, ja. Da gibt es nämlich sehr großen Iban. Aber Ei macht satt und Apfel nicht. Musik bauen nach Hause und von Technik keine Ahnung. Ja, aber Kameramann machen wollen hier. Ja, jetzt kommen jetzt, hoppt jetzt hier. Okay. Da kommen schon die Hunde.